Freunde, herzlich willkommen. Ich bin auch wieder am Start. Ich mache auch mal wieder ein Video. Ja, ich habe einen Winterschlaf gehabt, jetzt bin ich wieder da. Nein, Freunde, wenn ihr bei der Summit wart oder auch nicht, ist egal. Wenn ihr jetzt in die Umsetzung kommen wollt und danach jetzt einfach richtig Gas geben wollt, dann habe ich da ein, zwei geile Produktivitätstools für euch nochmal am Start, wie du richtig geil in die Umsetzung kommst. Von daher, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Nummer 1 Regel im Online-Marketing. Freunde, da bin ich wieder am Start. Ja, ich bin auch wieder da, wie gesagt, beim Winterschlaf. Erst einmal will ich mich auch von meiner Seite aus will ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen an alle Summit-Teilnehmer. Das hat wirklich echt extrem Spaß gemacht. Wir vom ganzen Team haben uns echt... auch untereinander unterhalten, haben gesagt, boah, wie geil, was für coole Teilnehmer, ja, was für ein Spirit. Danke für die ganzen Gespräche mit den Jungs, die da waren, also mit Jungs und Mädels. Danke auch, dass viele auch gesagt haben, hey Michael, cool, dass du am Start bist mit deinen Videos und so, das macht Spaß, das zuzusehen. Also es freut mich auch natürlich selber, wenn ich sowas höre. Und ja, wie gesagt, danke. Jetzt ist natürlich der Punkt, man war bei der Summit oder wie gesagt, die anderen Zuschauer, die jetzt auch nicht da waren. Und dann hat man immer so einen Plan im Kopf und denkt sich so, hey, jetzt möchte ich eigentlich umsetzen, ja, aber man kommt da nicht so richtig in Fahrt. Und ich bin immer unterwegs und schaue nach Produktivitätstools. Ich gucke immer, wie ich meinen Alltag projektbasiert, also ich habe ja wirklich Projekte auch bei uns und wir haben sehr, sehr, sehr viele Aufgaben, ja. Und zum Beispiel ein Projekt hat irgendwie, habe ich jetzt mal geguckt, hat so circa 70 Aufgaben, ja, Einzelaufgaben und die müssen ja irgendwie alle gelöst werden, ja. Und damit du aber dort nicht den Überblick verlierst und dass du in Fahrt kommst und trotzdem noch einen klaren Kopf hast und weißt, wo du als nächstes ansetzen musst, damit du wirklich in die Umsetzung kommst oder damit deine Projekte auch wirklich mal auf die Bahn kommen und Gas geben können, habe ich da einen coolen Tipp für dich. Also, wie ich das mache, ist es folgendes. Wir sind jetzt hier im Team natürlich, aber du könntest ja auch zu Hause alleine sein und eine Idee haben. Ich setze mich erstmal dran und nehme mir die App von Apple. Ich weiß nicht, ob sie auch für Windows gibt, aber auf jeden Fall für einen Mac. MindNote heißt die ganze App. Du kannst ja auch jede beliebige andere Mindmap-App nehmen. Aber was ich dort, ich glaube, das wird sogar dort mit D geschrieben. MindNote, ja, ich glaube schon. MindNote ist diese App, womit ich erstmal eine Mindmap erstelle. Das bedeutet, ich gehe da rein. Setz mir erstmal in der Mitte den Punkt für das Projekt, also wie das heißt, und dann setze ich mir die einzelnen Punkte außenrum in der Mindmap. Das bedeutet zum Beispiel, ich sage, okay, was brauche ich für ein Free-Plus-Shipping-Angebot? Alles klar, ich brauche als Hauptpunkt Grafiken. Ich brauche die Produkte. Ich muss die Produkte anlegen bei Affilicon. Ich brauche die Sales-Pages. Ich brauche den Opt-in-Prozess. Ja, also ich lege mir erstmal diese großen Punkte an und dann detailliert setze ich darunter die ganzen kleinen Aufgaben, die man wirklich braucht und sehr strukturiert. Und das Geile ist, du hast jetzt am Ende ja dann erstmal ein großes Projekt und jetzt hast du verschiedene Unteraufgaben, ja, aber größere Unteraufgaben und die teilen sich ja auch wieder auf in kleinere Aufgaben, ja, hier überall. Sieht das schön aus, Lukas? Das sieht aus wie eine Blume, ne? So, und das Geile ist jetzt hast du überall deine ganzen Aufgaben. Die gehst du jetzt alle durch. So, jetzt hast du die einmal stehen. Jetzt überblickst du dir das ganze Ding und guckst dir das an, die Mindmap, und schaust du dir an und siehst dann, hey, geil, okay, das habe ich vor, das habe ich vor, das habe ich vor. Dann vergisst du erstmal auch gar nichts, weil du wirklich da dran sitzt und beim Schreiben schon kommt dir wieder die nächste Aufgabe und die nächste. Und dann kannst du sogar auch noch zu den einzelnen Aufgaben bei MindNote kannst du Notizen zuschreiben, ja? Was du dir darunter vorstellst. So, jetzt hast du dieses Konstrukt, also diese große Mindmap. Und jetzt mache ich das folgendermaßen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich nehme die Mindmap, druck die mir aus und hake jetzt alles ab. Aber ich gehe jetzt hin und sage, es gibt zwei Tools. Ich nehme einmal, oh fuck, das sehen wir gar nicht. Ich nehme jetzt die App, die ich habe, die heißt Om für Mac. Die gibt es auch für iPhone und für iPad, OmniFocus, ja, oder ich schreibe sofort das nächste an, oder Things, sieht man das, Lukas, ja, ne? Ja. Things 3, okay?
Diese beiden Apps, OmniFocus oder Things 3, das sind beides To-Do-Tools sozusagen, ja? Sowas wie Todoist und was es nicht alles gibt, Wunderlist und sowas alles, ja? Das Geile ist jetzt, wenn du die MindNote fertig hast und die ganzen Aufgaben da drin hast, dann kannst du alle umwandeln in den Aufgaben und dann gehst du einfach auf Exportieren und sagst an OmniFocus oder an Things 3 und dann wird er dir die ganzen Oberprojekte mit Unterprojekten und die Unteraufgaben, wird er dir so genau, wie sie hier auch sind, mit Notizen anlegen in OmniFocus oder in Things 3. Und das ist richtig genial, weil ich habe einmal alles gescribbelt in der Mindmap und jetzt knalle ich mir das alles rüber in meinen Task Manager. Und dort gehe ich jetzt einmal kurz die Deadlines durch. Wann brauche ich das? Wann brauche ich das? Habe ich das delegiert? Ja? Im Kontext schreibe ich dann als Kontext hin delegiert. Dann weiß ich, aha, okay, das habe ich alles delegiert. Das muss dann und dann fertig werden, dann muss ich mal nachprüfen. Wann müssen die Grafiken da sein? Wann muss ich die Projekte, die Produkte anlegen und sowas alles? Und dann kann ich schön strukturiert, gehe ich mir das durch, ja, und lege mir das auf die Tage, dass ich dann weiß, okay, dann ungefähr bin ich wahrscheinlich fertig und ich habe das und das und das und das zu tun, ja. Und dann werde ich auch sehr fokussiert und setze mich dann, wenn ich dann das geplant habe, mich an das Erste dran und mache aber auch nur wirklich das Erste erstmal, ja. Ich ziehe das durch, mache das fertig. Dann hake ich das hier in OmniFocus oder Things. Kannst du dir aussuchen, eins von beiden. Things, muss ich sagen, ist einfacher zu verstehen. OmniFocus, da muss man ein bisschen Einarbeitung für sich selber erstmal haben. Ist ein bisschen komplexer. Ist für größere Projekte besser. Das hier ist besser, wenn du als einzelne Person auch bist, ne? Und ja. Und dann gehe ich durch und gehe wirklich meine Aufgaben Schritt für Schritt durch, hake die alle ab, zack, 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 zack. Dann kommt das nächste Unterprojekt. Zack, 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 abhaken und sowas nach und nach und nach. Und so kommst du wirklich Stück für Stück sehr produktiv an dein Ziel und vergisst nichts. Und du hast einen Plan im Kopf. Und das Geile ist, du kriegst da Routine rein. Und das bedeutet, wenn du jetzt nochmal den Prozess anstößt und nochmal was Neues machst, ein neues Projekt, dann wirst du so schnell da drin und du brauchst gar nicht mehr viel überlegen. Und auch wenn du irgendwie als Angestellter arbeitest zum Beispiel jetzt, ja, oder halt im Team arbeitest, wenn dich jemand fragt, du hast alles sofort parat. Du bist im Kopf sehr klar bei sowas, ja, und weißt, was los ist und du vergisst einfach nichts. Weil ich habe halt gemerkt, wo ich das noch nicht so genutzt habe, ja, dass vieles mal verschwimmt, dann ist das weg, ah, das habe ich vergessen, stimmt, das habe ich nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht oder ah, wie war das nochmal oder welche Grafiken habe ich überhaupt delegiert, habe ich das selber gemacht, kommt die wieder, also warte ich gerade auf die Grafik oder muss ich die selber noch erstellen, habe ich die schon irgendwo liegen? Und das war einfach dann, das ist immer ein bisschen durcheinander, das ist nicht cool, aber man lernt ja daraus. Und deswegen, dieses System hier ist wirklich für mich die perfekte Produktivitätsmaschine, um im Alltag einfach Fahrt aufzunehmen und einfach die Prozesse schnell und klar voranzubringen. Und das wollte ich dir einfach mal mitgeben, weil ich dachte, gerade so nach der Summit, ja, wenn die Leute dann da sind und haben halt ihre Ideen und sowas alles und wollen auch Gas geben, und ihre Ziele irgendwo erreichen, dann braucht man irgendwo, man muss irgendwie einen Plan haben, man muss Klarheit haben, ne? Und das kriege ich hiermit hin. Von daher, ich hoffe, euch hat es gefallen, einfach mal ein bisschen produktivitätsmäßig da was von mir zu hören. Und ja, Leute, wenn ihr Fragen habt zu den Tools oder auch zu diesem Aufbau, wie ich das mache, dann schreibt mir gerne unter die Kommentare und dann antworte ich euch da. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Summit. Das war richtig geil, hat richtig Bock gemacht, auch mit den Leuten dazu quatschen. Wir freuen uns auch extrem auf die Bootcamps, ja, wo wir alle am Start sein werden und mit euch wirklich 1:1 das Ganze nach voran, euer Projekt voranzubringen und Gas zu geben. Das wird super, echt genial. Und ja, Freunde, ansonsten den Channel auf jeden Fall abonnieren, dass wir noch an die Million kommen. Und Daumen nach oben sehr gerne, würde ich mich drüber freuen. Und ja, Grüße an alle und danke, dass ihr da wart und danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.